Hey, willkommen zurück. Ich bin Freddy und heute machen wir ein Pesto aus getrockneten Tomaten. Verdammt, die Vögel sind schon wieder am Fenster. Die Katzen vertreiben sie schon. Dazu braucht man eigentlich gar nicht viel. Heute wird das ein relativ geringer Aufwand. Eine kleine Kernmischung, so Sonnenblumen, Pinienkerne, was halt so da drin ist. Das sind so ganz gewöhnliche Nussmischungen. Kriegt man überall zu kaufen. Salz, Pfeffer, getrocknete Tomaten, so Olivenöl, Chiliflocken. Ich nehme hier getrocknete Chiliflocken. Man kann auch eine frische Chili nehmen, überhaupt kein Thema, aber wir haben zu viel davon, wir müssen das ein bisschen aufbrauchen, deswegen einfach ganz normale Chiliflocken, Parmesan und Knoblauch, so zwei, maximal drei Stück. Reicht grundsätzlich vollkommen. Ja, und damit hat sie das meiste ja schon fast erledigt. Wir sind schon fast fertig. So, die Kerne, bevor wir was damit anstellen, rösten wir ein wenig in der Pfanne an. Da können wir schon mal eine gute Prise Salz reintun. Und den Knoblauch können wir auch schon mal vorschälen. Wenn die Kerne richtig angeröstet sind, dann werden die erstmal ein bisschen zerstampft da drin. Und dann kommt erstmal das ganze andere Zeugs dazu. Ihr hört dann mit der Zeit, dass sie ein bisschen anfangen zu knistern, zu knacken. So, jetzt kriegen die auch schon eine richtig schöne Färbung. Da hat die Katze noch ein Wort mitzureden, ne? So, jetzt kommen wir zur harten Arbeit. Einfach ein bisschen stampfen und verreiben. Ich liebe den Mörser. Man könnte das Ganze auch entsprechend vielleicht in einen Mixer schmeißen, aber ich mag es gemörsert einfach viel, viel lieber. Es schmeckt eine Spur anders. Etwas besser, meines Erachtens. So, damit ist das Ganze erstmal grob durch. So, halbieren. Tun wir uns leichter beim Schneiden. Und den einfach grob so. Muss nicht fein sein, der kommt nachher jetzt dann gleich in den Mörser. Das muss nicht zu fein sein. So, ey. So, auch hier wieder ein bisschen verstampfen. Verreiben. Ich wische den mal mit so Stäbchen raus, tue ich mir leichter. Da kann man ruhig ein bisschen welche rausnehmen. Müssen nicht so wenige sein. Also so ein Drittel von der Packung kann man bis zur Hälfte maximal. Das kann man auf jeden Fall nehmen. Dann tun wir die in ganz kleine Streifchen schneiden. Und hier ist es halt auch wirklich gut, wenn man ein Brett hat, was Feuchtigkeit nicht aufnimmt. So wie hier. Man sieht, dass das Ganze richtig schon auf dem Brett noch immer auffliegt und aufschwemmt. Damit das. Bei einem Holzbrett wäre das eine Spur anders. Das nimmt das alles auf und du verlierst halt dieses ganze Öl. Was halt schade ist, weil in dem Öl steckt so viel Geschmack drin.
Mmh, wie das riecht. Richtig lecker. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Chili. Und da halt wirklich aufpassen. Tut einfach ein bisschen was in den Deckel. Damit ich weiß, wenn es zu viel ist, kann ich wieder zurückschütten. So. So. Und natürlich Parmesan. Großzügig Parmesan. Muss nicht allzu viel sein. Es kommt nachher noch dann etwas in den Behälter, wo wir es dann zwischenlagern. Ein bisschen was dazu, damit es leicht bedeckt ist. So. Probieren wir doch mal ein kleines Stückchen. Gut, dass ich nicht zu viel Chilis genommen habe. Juhu! Ist scharf. Aber so gehört es ja. So wollten wir es ja. Aber ich tue noch ein bisschen Parmesan dazu. Einfach nur noch so ein bisschen abschmecken. Ne? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt zu wenig Salz oder zu wenig Pfeffer, einfach ein bisschen was nachkippen. Wir können noch ein bisschen was anderes dazu tun, wie mir fällt nichts ein. Was weiß ich. Ein Spritzer Zitronensaft, um ein bisschen eine saure Note noch reinzukriegen oder so etwas. Ihr könnt ja mit den Gewürzen spielen, wie ihr lustig seid. Naja, jedenfalls, das ist Pesto. Einfach in ein kleines Glas reintun und ja, nachher noch ein bisschen mit Öl bedecken. Das ist, ja, es soll nicht schwimmen im Öl, es soll nur leicht bedeckt sein, ja. Damit das Ganze sich ein kleines bisschen hält. Ja. Ich meine, es hält jetzt nicht Ewigkeiten, aber eine Woche auf jeden Fall, ohne Probleme. So, und damit haben wir zwei hübsche Gläschen gefüllt. Und da halt, wie gesagt, noch ein bisschen Olivenöl dazu. Auch damit es nicht austrocknet. Aber wie gesagt, das muss nicht viel sein, dass so leicht bedeckt ist. Es sickert eh ein bisschen ein. So, nachdem ich mich hier anstelle wie der zweite Mensch. Der erste ist bestimmt schon gestorben, wenn er sich so anstellen würde. Ja, ich bin... Du wolltest das auf die Kamera. Du wolltest das aufnehmen. Jetzt batze ich schon wieder rum. Unfassbar. Gut, so sieht's aus auf einem Brot, auf einer Reiswaffel. Und ja, so war's. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Ich hoffe, ihr möchtet es auch wirklich mal ausprobieren. Es geht schnell. Es braucht nicht viel. Man muss sagen, wie gesagt, Salz, Pfeffer, Körner, bisschen Chili, Parmesan, ja, Öl. Das war's schon wieder. Ich habe nichts vergessen. Naja, genau, Knoblauch. Und ansonsten, ich hoffe, es schmeckt euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es mal ausprobiert habt oder ausprobieren möchtet, lasst mich unten wissen, ob ihr noch etwas hinzufügen könnt, was ihr so für Ideen hättet dazu, wie ihr es machen möchtet oder würdet. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!